Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute eine neue Folge Frag Farbe. Und zwar, ihr kennt es alle, ihr wollt draußen rauchen, wollt aber nicht mit so etwas hier rauchen, Selbstzünder. Wer will das schon? Warum habe ich diese überhaupt dabei? Sondern ihr wollt wie auch zu Hause oder in Bars mit Naturkohlen rauchen. Heute zeige ich euch drei Möglichkeiten, wie ihr unterwegs Naturkohlen anzünden könnt. Welche die beste ist, werden wir zum Schluss sehen. So, ich werde jetzt hier hinten alles machen und euch dabei erklären, was ich mache und warum. Und dann werden wir mal sehen. So, kommen wir zur Methode 1. Was braucht ihr dafür? Naturkohlen, Alufolie, Selbstzünder. Ja, ich benutze Selbstzünder. So, als erstes nehmt ihr euch hier die Selbstzünder raus. Nehmen wir jetzt einfach mal 4 Stück. Wir müssen ja nicht geizen. Dann haben wir natürlich das Feuerzeug liegen lassen. Kleinen Moment. So, was müsst ihr bei dieser Variante tun? Und zwar, ihr legt die Selbstzünder hin. So wie hier jetzt. Sieht man's? Ja, sieht man. Es geht, so wird mir gerade zugeflüstert. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr wisst ja, was ich meine und ihr seht es ja einigermaßen. So, was macht ihr dann? Also ihr habt hier 2 Selbstzünder, die Kokoskohle, zack, darauf. Und bei der anderen genauso. Dann mit Feuerzeug, beziehungsweise könnt ihr auch schon vorher machen, ja, dieser Moment, wenn du 3 Wochen brauchst, um Selbstzünderkohle anzuzünden. So, wir haben jetzt eine an. Die lassen wir mal kurz durchglühen. Legen die anderen dazu. Dass alle angehen. So, dann warten wir einen Augenblick. Und jetzt kommen wir zur Alufolie. So. So, die Kohlen sind an. Unten eine Selbstzünderkohle, da drauf eine Naturkohle, darüber wieder eine Selbstzünderkohle. Jetzt bauen wir einen Windschutz aus Alufolie. So, Variante 1, Selbstzünder ist im Gang. Kommen wir über zu Variante 2. Für Variante 2 habe ich hier einen Camping-Gaskocher mit ganz normaler Gaskartusche drin und hier habe ich eine Erdnussdose. Unten ein paar Löcher reingemacht und fertig. So, diese Variante ist wahrscheinlich die fast jeder kennt. Wir legen die Kohlen einfach hier rein, machen den Gasbrenner an. Und dann lassen wir laufen. So, für die dritte Methode habe ich mir aus einer Konservendose einen Anzünder selber gebastelt. Was ihr hierzu alles braucht, Draht, Konservendose und Grillanzünder. Wer Interesse an diesem Ding hat, nächste Woche kommt ein Video dazu, wie ich dieses Ding gebaut habe. Aber kommen wir erstmal zum Test. Also, was macht ihr? Wie gesagt, ich erkläre jetzt hier nicht jeden Schritt, sondern einfach, was ihr macht. Ihr nehmt die Unterlage, nehmt dort Grillanzünder. So, machen wir 2 Stücken draus. So.
So, dann zünden wir diese an. Wenn sie angehen wollen. Wir machen einfach mal kurz Trick 17. So. Ihr seht, die Grillanzünder brennen. Jetzt einfach den hier rauf und Kohlen rein. So, dann sehen wir uns gleich wieder, sobald alle Kohlen an sind. Wir sagen euch, welche Methode war die schnellste. Und bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Die Kohlen sind an. Nehmen wir hier mal den Windschutz ab. So, legen wir mal hier einen Stein drauf, dass er nicht wegfällt. So, Selbstzünder-Variante war die erste Variante. Hier gute 10 Minuten hat es gedauert mit Windschutz. Ging relativ schnell, hätte ich nicht gedacht. Aber Nachteil an dieser Variante, es ist teuer auf Dauer. So eine Rolle Selbstzünder, ich glaube 2 Euro sind 10 Stück. Ich habe für 2 Kohlen 4 Stück verbraucht. In der Rolle sind 10 Stück drin. Also könnt ihr euch ausrechnen, dauert schon ziemlich lange. Ja, kommen wir zur Variante 2. Variante 2, Gasbrenner. Jetzt kommt hier auch noch ein Pferd lang geritten. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, sorry für den kurzen Cut. Also, Selbstzünderkohlen, gute 10 Minuten. Gasbrenner waren, sage ich mal, um die 12 Minuten. Also hat etwas länger gedauert, ist aber im Endeffekt günstiger. Da, ich glaube, eine Kartusche 1,50 oder so, der Gasbrenner einmalig 15 Euro. Und dann so eine Kartusche hält schon eine Weile. Also ihr kriegt damit bestimmt einen halben Kilo an, also das ohne Probleme. Und jetzt kommen wir zur letzten Variante, zur selbstgebauten Variante. Hier gehen erstmal Grüße raus an dich, John. Von dir habe ich diese Idee. Und zwar hier. Unglaublich schnell, ich würde sagen 5-6 Minuten, nicht länger. Ging ratzfatz durch. Dadurch, dass diese Grillanzünder so extrem brennen, die Kohlen lagen voll im Feuer drin. Damit waren sie sofort an. Ja. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen damit beantworten, welche bzw. wie ihr Kohlen Outdoor anmachen könnt. Das sind meine drei Varianten. Ich persönlich benutze meistens Gasbrenner oder jetzt in Zukunft diese Variante hier. Damit bin ich raus. Schreibt in die Kommentare Fragen, die ihr habt. Und vielleicht ist eure Frage im nächsten Teil Frag Farbe. Damit macht's gut. Ciao.